Willkommen bei Clean and Right. Heute geht es um unser Schallwerkspeisegerät, das ich mir geschmolzen gekriegt habe. Rebe zu, Kreis erklärt, ab geht's. Hallo. Heute wird das Schweißgerät erst mal zum Laufen gebracht, ein Stahlwerk, das ich mal hier gestellt gekriegt habe. Ich habe hier zwei nette Herren da. Der eine ist gerade im Schweißer Lenne, der andere ist Schweißer. Das heißt, mir kriegen heute Basics ein bisschen beigebracht, dass wir da nicht uns selber Lebensgefahr bringen in der Garage. Es geht um das Modell, du hast im Kopf, das Modell ist? Es ist das Stahlwerk. WIG 200 Puls, STIGBT, das ist der Brenner an sich und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Da kommt es dann halt auf die Stromstärke an, mit der du schweißt und auf allgemein dein Setup. Du hast hier die 2,4er und hier 1,6er und je nachdem, welche Nadel man benutzt, braucht man dann halt auch anderes Zubehör. Das heißt, mit der kriege ich mehr Power hin, brauche ich mehr Ampere, mit der kannst du mehr Power, eine größere Hitze und ich kann größere... Genau, richtig. Dingsbums noch bringen, da, weißt du? Und dann immer die große, oder? Ja, puzzle mal, versuch einfach mal so. Ich soll es probieren, Freestyle. Ja. Okay, schauen wir mal. Also, das ist auf jeden Fall zum Spannen hin. Ups, ja, so ungefähr, ne? Handfest? Anziehen? Handfest, habt ihr gesehen? Ja. Das ist gut soweit. So, nein. Machen wir die. So. Jetzt musst du uns das noch erklären. Also, das ist dann zum Spannen hin, ne? Richtig. Aber genau. Die kann ich erst spannen, wenn ich unseren Keramik, wie nennt sich das? Gaskopf, Gasspülkopf oder wie nennt man das? Ja, das ist der Keramikkopf, genau. So, also, ihr habt ja gesehen, wir sind jetzt gerade bei den Keramik. Wie ist das Fachwort dafür? Eine Keramikdüse. Ja. Wo das Gas dann hier außen rum. Das heiße Bad schützt. Bin ich noch richtig? Richtig, gut, genau. Okay. Was ist da jetzt der Unterschied, Pi, von der 567? Eigentlich geht es da hauptsächlich um den Gasfluss. Und zwar, wie ihr hier seht, hier habt ihr ein großes Loch, also das heißt viel Gas. Hier ein mittelgroßes und hier ein ganz kleines. Praktisch hiermit könnt ihr auch euren Gasfluss regulieren. Soll es viel strömen, mittel oder ganz wenig. Je nach Material. Ihr habt da was Dickes, was Fettes, nehmt mal was Großes. Was Mittleres, habt da eine kleine Futzelarbeit, nehmt dann Kleines. Und dementsprechend halt auch die kleinere Nadel und das kleinere. Richtig, die Wolfram, die Wolfram-Elektrode, die variiert je nachdem praktisch, was ihr schmeißen wollt. Ganz wichtig, weil wir es gerade über Gas haben. Man geht immer davon aus, ungefähr eine Faustformel. Man stellt hier an der Gasflasche, stellt man ein, je nach Dicke vom Zusatz. Also okay. Vom 1 mm. 1,6er, glaube ich, das. 1 mm, 10 Liter. Also zu schweißen im Objekt? Nee, vom Zusatz. Okay, okay. 1 mm, 10 Liter, 1,6, kannst du das ausrechnen, 16 Liter ungefähr einstellen. Pi mal Daumen, ob man dort dann die richtige Einstellung vom Gas schon mal. Okay. Also dann kann ich hier weiter basteln, ne? Also nehmen wir die mittleren, ihr habt's gehört. Ja. Mit diesem Gewinde. So. Der habe ich schon mal gekehrt von Eber. Irgendwie im rechten Winkel. Erklärt das mal kurz, bitte. Ja. Bevor ich jetzt was Verkehrtes sage. Man steckt das so ungefähr so raus, dass man hier im Prinzip so einen rechten Winkel hat. Und dann. Was heißt rechte Winkel? Ich verstehe das nicht ganz. Dass du hier im Prinzip als so. Im Prinzip so einen rechten Winkel erreicht. Weißt du, über die Ecken. So. Okay, genau. Warte mal. Das fühlt sich alles noch ein bisschen auch wie Wackelpudding, wenn ich da rumschaffe. Okay, krieg ich das Gefühl, wie ich da richtig wo noch lange muss. Bin ich da Stadtler? Ja? Sieht gut aus. Denkt ihr, dass ich Stadtler bin? Gut. Wie gesagt, ich habe noch nie geschweißt. Ara hat schon geschweißt, aber ich glaube, Wick nicht. Richtig? Schon ja. Geschweißt? Nee, Schutzgas und Autogen. Trotzdem meins Mullet, oder? Wichtig ist, habe ich gelernt, habe ich gesagt gekriegt, dass es weh du soll, wenn man nicht mit Handschuhen schweißt. Auf jeden Fall ein langer Pullover, seht ihr ja, wegen Sonnenbrandgefahr. So, der Helm, das muss ich selber überlegen. Wenn ich was verkehrt sage, ihr müsst mich belehren, gell? Dass ich mich in die Luft sprengen oder so. Ich versuche jetzt einfach mal da, ohne Zugabe, erstmal eine Spur zu ziehen hier. Und dann probiere ich nochmal einen Strich mit Zugabe. Dann darf der Arash eins probieren. Jetzt schauen wir mal, wer das schöner macht. Und dann zum Schluss macht der Pius eine schöne Naht, dass man sieht, wie es aussieht, kann man was drauf holen. Oder? Machst du das? Mama. So, jetzt zur Technik. Immer glänzt auf dem Pi, wegen der Gasvolumen.
So, das Gas ist auf. Wir haben jetzt, das sieht man auf der linken Anzeige, sieht man, wie viel Gas noch in der Flasche ist. Da sind wir jetzt ungefähr bei 60, 70, bei 75 ungefähr. Da haben wir die Durchflussmenge 16. Ja, mir war halt bei zu viel kann es zur Porosität führen, bei zu wenig auch. Aber ich sage mal lieber zu viel wie zu wenig. Lass mal so stehen. Gut, okay. Also, dann schalten wir mal das Gerät an. Kommen wir jetzt zu den Einstellungen. So, wir sind jetzt hier am Schweißgerät. Wir haben hier mehrere Einstellungen, aber ziemlich einfach gehalten. Und zwar, wir haben hier einmal den Schweißstrom. Das wird je nach Millimeter vom Werkstück eingestellt. Wir haben da jetzt 2 mm gehabt, ne? Da sind wir dann bei 60. Das ist ungefähr eine Faustformel, ne? Ich sage jetzt mal, pro Millimeter 30 Ampere. 360 ist okay. Hier haben wir jetzt Impuls. Das spielt hier oben auch eine Rolle. Wir können ja auf Gleichstrom. Das heißt, komplett bei jeder Position, bei jedem Draufdrücken hat man eine konstante Amperezahl von 63. Dann haben wir hier Schnellpuls und langsamer, die Welle. So, und da spielt das hier, der Impulsstrom, dann wieder eine Rolle, sage ich mal. Dann stellt man weniger ein. Das gibt dann im Material ein bisschen schon. Da kühlt sich's ab, wird zwar Material nicht so heiß. Das lassen wir jetzt mal bei 50, knapp unter 50. Wenn ich da jetzt draufdrücke, im Zweitakt, merkt man, wie es runtergeht, ne? Der Puls, wie er arbeitet. Auf 47 sind wir da jetzt. So, dann gibt es den Gasnachlauf. Den kann man eigentlich so bei so ziemlich weit unten lassen. Das ist das, was danach strömt sozusagen. Die Impulsfrequenz ist gerade beim Pulse wichtig. Wie schnell es hin und her wechselt, sage ich mal. Jetzt grob erklärt. Und die Stromabsenkung ist dann, wenn man fertig ist, wie schnell der praktisch, wenn man loslässt, auf Null fährt. Ja, das war eigentlich alles. Hier hat man verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt auf WIG. Hier unten haben wir Elektrode, Schweiße, natürlich Hand und ja, Zweitakt, Viertakt. Ansonsten hier hat man eine Kontrolle, falls das Gerät zu heiß werden sollte. Das war es eigentlich so kurz jetzt erklärt und grob. Auf geht's. Halt, die Masse muss noch ans Werkstück. Du hast einen lackierten Tisch. Ja, aber du hast einen lackierten Tisch und es funktioniert nicht, dass durch den Lack die Masse fließt. Das heißt, direkt ans Werkstück die Masse bitte. Okay, Chef. Passt. Ja, ist gut. Also, ich hab das gehört. Bloß nichts verkehrt machen. Das mal hier befestigt. So, das fühlt sich alles noch so ein bisschen fremd, meine Finger. So. Sascha, weißt du warum? Du fängst jetzt an ohne Zusatz, ne? Ja. Weißt du, wo das oft verwendet wird oder für was das gut ist? Ohne Zusatz. Beispiel. Hintermole. Zum Beispiel. Ja. Guck mal, meistens wird es bei Edelstahl auch benutzt. Oftmals zum Anheften von Abdeckkappe. Ja. Wird nur leicht verschmolzen, ohne Zusatz. Brauchst nichts schleifen, weißt. Oder zum Beispiel hier, wenn jetzt zwei Rohre zusammen schweißen willst, gerade bei Balkongeländer zum Beispiel an Edelstahl, wird beim Sägen der Grat trocklos. Da wo du schneiden kannst. Und das kannst du dann verschmelzen lassen, ja. Beispiel. Ja? Das geht aber auch bei Stahl, ne? Natürlich, ja. Aber das ist zu wenig wahrscheinlich, ja. Ne? Okay? Jetzt darfst du. Halt, stopp. Siehst du? Wenn ich jetzt da fahre, fahre ich weg von meinem Schmelzpunkt oder fahre ich in meinen Schmelzpunkt? Wenn ich jetzt da schmeiße, ja? Mhm. Also da schmilzt, fahre ich jetzt weg von meinem Schmelzpunkt oder fahre ich... Du schiebst. Ich schieb. Also schieb, muss ich so rum? Nee, bei Elektrode wird gezogen. Bei Mag, Wick wird geschoben. Also das ist Elektrode. Und das ist weg. Richtig. Gut. Jetzt geht's aber los, ne? I need to know everything. Who in the what in the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, a 500 horse. I'm ready for war. I'm coming for throats. I turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised. Ich hab jetzt 3 Linien gezogen. So, das ist war meine erste hier. Die hat hier 2. Was sind das, Lufteinschlüsse? Oder? Genau. Lufteinschlüsse. Das war meine zweite hier, die sieht richtig geil aus. Da habe ich so ein bisschen so versucht, so Welle zu machen, so ihn auf Profi gemacht jetzt. Und das war meine dritte. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn es dann so aussieht. Und so aussieht, schäme ich mich ein bisschen, aber ich brauche mir schäme, ich habe es nie gemacht. Jetzt probiere ich einen Zug hier auf der Linie, gut, die haben wir jetzt drauf, mit Zugabe vom Material. Und dann kommt der Ari dran. Da macht bestimmt die Nase kaputt. Es geht mal mit meinem Finger. Es geht mal, wie weit muss ich vom Schmelzbad weg? Wie viel Hitze braucht es, dass ich das Material reinkriege? Ja, da gibt es verschiedene Modelle. Das ist einfach so, wie du dich fühlst. Also es gibt Leute, die heben so
und tippe dann rein. Die tippen rein ins Die Bad. Tippe ins Schmelzbad rein. Dann ja. gibt es Leute, die lege hier auf, hier wird geschmelzt, bupp, und fahre immer rüber, bupp, und fahre rüber, bupp, und fahre rüber, bupp, und fahre rüber. Also ich muss nicht in der Luft hängen oder so. Muss nicht. Ah. Aber dann halt ein bisschen Abstand, nicht, dass halt, wenn zu nah dran geschmilzt, gleich ist. Ich hab das verbockt, ich jetzt wieder gut. Das ist so ein komisches Gefühl, Alter. I gotta read all my trade publications and sit my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. Chips aufgelegt? Genau. So. Okay, so. Also du hast nicht von weitem nein getupft, nee, du hast vorne drauf gelegt. Genau, das was du aufstellst. Also vom reinen so, Gefühl her. Weil ja, alles trickst, so. So, ja. Schauen wir uns mal die Schweißnadel an. Sag mal eine kurze Frage. Kann es das sein, dass du zum Schluss vorher vom Material weggehst, bevor du mit dem Finger? Ja, ja. Das ist nämlich das, weswegen vielleicht die Lufteinschlüsse sind. Ab genau. Schluss BMW? Ja. Das wird der Grund sein, dass du im Prinzip dann am Ende noch ein bisschen auf dem Schweiß warst. Ich bin nicht wieder drauf gekommen. Ist gut, weißt du mal, oder? Ist gut? Ja. Super gemacht. Also Uff, es macht voll Spaß. Ich sag doch, das macht sauber. Ey, wenn das sitzt, dass du jetzt den Rückenschmerzen kriegst, ist es macht Bock, glaube ich. Ja? Was halt jetzt nicht vergessen darfst, du hast jetzt ja die durchgehende Stromspannung eingestellt, ne? Ja. Du merkst auch, es wird immer heißer. Weil das ist dann halt das Pulse gut, weißt du? Wenn es dann noch runterfährt hoch, dann hast du mehr Zeit. Du hast auch ein bisschen dann gerannt, ne? Du bist ich hab's gemerkt, oh, jetzt genau. ist es so hell, so heiß, genau, ne? Genau. Und was ist dann der Puls so, dass er wieder gleich kühlt, erhitzt, richtig? So, die Ampere, wo eingestellt hast, die geht halt runter, hoch. Das heißt, wenn ich jetzt so eine lange Linie ziehen muss, kann ich die, wenn der Start mir nicht ausgeht, kann ich die im Endeffekt auf einmal durchziehen, ohne jetzt rennen zu müssen im Endeffekt. Auch wenn es so heiß ist, halt, wäre nervös, ne? Das Gute ist halt, durch das Pulsverfahren kriegst du halt allgemein weniger Wärme ins Material. Jetzt probiere ich mal. Mal sehen, ob ich es kann oder nicht. Ich mach mal ohne Material. Was ist los? Hä? Was ist irgendwas oder ist das Schrupp? Nee. Guck da nicht so. Guck da die Farbe, da stimmt was nicht. Was ist jetzt los? Der lacht. Hä, was war das? Das Gas auf? Nee. Also das passiert, was Gas zu ist. Ah ja. Super, weil der geht's. Man sieht da Fusselpacke dazu. So, jetzt seht ihr. Ich mein Schweißbad dann mal, oder was? Das ist mein Bad. Ich will noch eins machen, Gimo. Das ist geil, gell? So. Die eine auf die Bad, die andere auf die Mann. Versuch's vorher den Finger runter und den. Ah, schön. Vorher den Finger runter. Ja? Und aber noch mit der Nadel auf dem Schmelzbad draufbleiben. Nein. Und dann nur den Finger runter. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich mach hier. Also es braucht auf jeden Fall Übung, das ist definitiv, aber es ist machbar. Also wie gesagt, ich habe Schutzgas und Autogen geschweißt, ist ein bisschen anders da. Jetzt schweißt der Pi. Ja, ein bisschen, Puller zu Eich, gell? Mhm. Warte mal, legen wir mal ohne Topf alles drauf. Ja, ist okay, irgendwie. Er spielt ein bisschen zu viel mit dem Gas, aber. Wo ist schon jetzt gezogen? Hier vorne und die da hinten. Ich zieh mal noch ohne da. Warte mal, mit dem Gas. Ja, die Spitze ist das Wäsch. Spitze? Ja. Die habe ich schon mal verballert jetzt. Ja, die Spitze. Ja. Also, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir hier jetzt ein paar Probleme gehabt, dass wir kein gescheites Schweißbild hatten. Und zwar liegt es an der. Spitze. Music is love. It loves music. Yeah. Also hier seht ihr, wenn ein Profi schweißt, dann sieht es lackierte Material. Lackierte Material. Aber die Schweißnadel ist perfekt. So, da haben wir das jetzt alles mal. Pi, jetzt mal eine Frage an dich, ja?
du schon bestimmt schon mehr wie Eschweißgeräte in der Hand gehabt. Deine Rüssel mehr über das Stahlwerk gehört. Also ich würde sagen, ganz ehrlich, ohne irgendwas, das... Also ich würde sagen, tipptopp. Tipptopp. Mach was es soll, oder? Auf jeden Fall. Was ich mega geil finde, ich weiß zwar nicht, ob das nutzt sowas. Ja. Sehr geil. Das ist geil, ja? Ja. Da hat man jetzt zum Beispiel die Option, ich bin jetzt irgendwo in einem Eck und muss irgendwo was schweißen. Beispiel jetzt. Ich muss jetzt da hinten drin was schweißen. Ja. Yeah. Und ich komme mit dem Brenner nicht noch. Ich biege mir den zurecht. Und, ja, und dann muss man dazu sagen, da gibt es noch die kurzen Kappen, ne, von hinten. Und kann da schön dann im rechten Winkel, beispielsweise da hinten in der Ecke, wo ich nicht dran komme. Bombe. Geil, gell? Bombe. Ja, kurze Kappe für hinten, natürlich, ja, dass man nicht anschlägt. Ja, für das. Ist okay. Jetzt heißt es übe. Es macht auf jeden Fall mega Spaß. Oder, Ari? Ist ja zufrieden. Oben ist die Shisha, Metallica rein. Und dann wird geburnt, Alter. Nee, du müssen wir easy diese her, ne? Die sind eher so die Strombrigade. Kiss. 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 Echt? Teig, was ist das? Von der Band Kiss kennst du, ne? Doch, aber was? Ah, die. Die Gesichter. Crazy. Okay. Geil. Also, das heißt, wir werden nächstes Wochenende, oder? Nächstes Wochenende, genau. Werden wir natürlich nicht selbst den Popo vom Motorrad schweißen, sondern da kommt ein zertifizierter Schweißer zu uns. Und das soll ein Vollblutprofi sein. Und der macht es mit Leidenschaft. Werdet ihr dann kennenlernen. Und der schweißt uns dann hier drin das Moped. Und wird uns wahrscheinlich auch noch ein paar Tipps mit dem Schweißerleben mitgeben. Ja, weil das, wenn man das selber macht, das geht nicht. Wir kriegen keinen TÜV drauf, das kann dann bringen. Also braucht ein zertifizierter Schweißer, dass er da was vorlegen kann beim TÜV. Ne? Also gerade so, dass jetzt jemand, man kann direkt loslegen mit so einem Schweißgerät. Da muss man üben. Mir wäre wahrscheinlich auf eine Schweißschulung gehen. Und die Basics, dass die richtig sitzen. Ja. Geile Sache. Jetzt kann man loslegen. Jetzt ist die Angst ein bisschen weg. Danke nochmal an die Firma Stahlwerk auf jeden Fall für das Schweißgerät. Wir haben es jetzt eingestellt und so weiter. Und werden es nächste Woche schweißen. Für die Leute, wo die den Umbau von der GS verfolgen. Nächste Woche muss ich den Tank abholen. Der ist beim Lackierer gerade. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und wir haben, falls ihr schon gesehen habt, mal Shirts am Start. Das heißt, wir zeigen euch jetzt noch einen kleinen Porn vom Shirt. Schreibt unter die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Nay Rose, oh yeah, I'm finna pop. Yeah, baby, hit the spot like summer and some dipping dots. Jackpot sound coming at you through a different slot. You can try your luck, but end up missing from a living shot. Ooh, yeah, oh baby, it's my season. Straight up out the water, I'm so well, I'm artesian. Girl in my DM, every time suspicion hit you, ask about it, she gon' swear that God, she got amnesia. Even if she taking, I might still come for her, like my name was Liam Neeson. I don't do no beating around the bush, that's a double entendre. Bitch, you wouldn't get it if you studied it for weekends. I'ma put a pause.